Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wahrscheinlich sind es gerade ziemlich viele neue Leute auf meinem Kanal, beziehungsweise Leute, die das erste Mal hier bei mir irgendwie reinsehen. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe ziemlich wenig Ahnung von FIFA und daher auch ziemlich wenig Ahnung von viel FIFA und von der Crew, schätze ich mal, so heißen die. Ich habe trotzdem Bock, mir diesen Track anzuhören, denn ich habe gestern bei Mountain Stream gesehen, dass er die auf jeden Fall kennt. Ich habe gesehen, er hat angefangen, das Video zu gucken. Dann habe ich den Stream schweren Herzens ausgestellt, beziehungsweise auf Mute gemacht und halt geguckt, bis er zu Ende geguckt hat. Ich dachte mir, ey, wenn Monte die feiert, werde ich da bestimmt auch irgendwie was Lustiges zu sagen haben oder einfach mal. Ich war einfach mal interessiert, weil soweit ich das mitbekommen habe, war das der erste Track jetzt irgendwie von Stefan, glaube ich. Ich kann gerne mal in diese Ansicht gehen. Und von daher bin ich sehr interessiert, weil wir sehen, der Track kam echt gut an, muss man sagen. Echt gut an, es ist wahrscheinlich wieder ein Fun-Diss-Track. Aber trotzdem, ich bin wirklich gespannt, weil Leute, die bis jetzt nur Gaming gemacht haben, jetzt das erste Mal Track machen, ist eigentlich eher immer kritisch zu betrachten. Trotzdem habe ich Bock, ich bin sehr gespannt, Freunde. Und für alle, die neu sind, wie gesagt, es kommen in letzter Zeit jeden Tag 3 bis 4, manchmal sogar 5 Videos. Also wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn es euch zu viel Spam ist, kann ich es verstehen. Aber ihr könnt trotzdem gerne mal abonnieren. Und wenn ihr merkt, yo, nach 2-3 Tagen, Bruder, du spammst nicht voll oder ich habe keinen Bock auf deine Videos, dann kannst du gerne wieder deabonnieren. Aber könnt ihr gerne mal einfach mal umschauen, Freunde. Ich habe bestimmt schon zumindest einem Video eine Reaction, eine Bewertung hochgeladen, was dich interessieren könnte. So, jetzt aber erstmal hier rein bei viel FIFA Stefan. Also verzeiht es mir, falls ich einige Lines nicht verstehe. Schreibt mir gerne die Erläuterung rein oder erklärt mir gerne ein paar Lines, die wichtig sind, die ich nicht gecheckt habe. Aber ich schätze ein bisschen, was kann ich mir auch erst schließen. Von daher freue ich mich drauf, Freunde. Let's go. Okay, hört sich mal leise an. Wer von euch Kindern will mir das Wasser reichen? Wenn ich mit euch bin, dann fertig bin, seid ihr nur Wasserleichen. Ihr werdet gerne Enzo und spielt FIFA wie ein Titan. Geht auf die Knie, nennt mich Papa, ich bin Zidane. Okay. Erstmal kurz Pause und ein Like geben. Kranker Flow. Muss man sagen, kranker Flow, guter Einstieg. Klingt sehr routiniert. Enzo und spielt FIFA wie ein Titan. Geht auf die Knie, nennt mich Papa, ich bin Zidane. Fangen wir mit dir an, Simon 2016. Du bist am Lutschen, dachtest alle wären Eiscreme. Wolltest in den Trends auf die. War das auch so eine Line? 16. Du bist am Lutschen, dachtest alle wären Eiscreme. Wolltest in den Trends auf die Eins. Komm, mach. Kein Ding, doch stattdessen liegen deine Abos nur bei 13. Hard Day. Ey, gefällt mir gut. Schreib mir bitte nochmal rein, ob das wirklich sein erster Track ist. Weil das hört sich an, als ob er schon Musikerfahrung hat. Also wirklich. Das hört sich zu gut und zu routiniert an dafür, dass es sein erster Track ist. Doch stattdessen liegen deine Abos nur bei 13. Hard Day, du hast weitergemacht. Auf die Kosten von YouTubern deine Klicks eingesagt. Deine Spieler gekauft und dich lappen Profi genannt. Deine Fans belogen und die Hater-Comics gebannt. Aber alles cool. Hab ne letzte Frage. Wöchentliches Nasenbluten hast du deine Tage. Digga, deine Ballern echt hart. Lasse dich links stehen wie der Stammbein Quaresma. Ja, cool. Die habe ich nicht gecheckt, weil es wahrscheinlich irgendwie eine Fußballline war von einem Fußballer. Ich kenne mich zwar im Fußball in gewissermaßen aus, aber Bundesliga-mäßig vielleicht ein bisschen Champions League noch, aber sonst eher nicht. Schön, Alter, gefällt mir gut, man muss ganz ehrlich sagen. Angenehme Stimme, angenehmer Flow, schöne Reime, schöne Lines. Was immer mehr, Freunde, was immer mehr. Klar, ich verstehe nicht jede Line, aber trotzdem. Überrascht mich schon, Digga, ist nice. Ihr wollt in die Top 10 Wicked League. Doch steht vor meiner Tür und wollt ein Meet and Greet. Ihr Lappen seid nicht Broski und Benji. Im Schlafzimmer nennt sie euch Julian und Bibi, ihr kennt sie. Ihr wollt in die Top 10 Wicked League. Nice, man. Ihr Lappen seid nicht Broski und Benji. Im Schlafzimmer nennt sie euch Julian und Bibi, ihr kennt sie. Nice, man. Digga, schöne Hook, schöne Hook. Also ich muss sagen, Autotune-Hooks feiere ich nicht so. Den Autotune-Faktor feiere ich ja auch nicht so hart. Wobei es ein bisschen passt irgendwie zur Atmosphäre, es passt so ein bisschen. Digga, Freunde. Ich feiere es echt, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mit was nicht ganz so Gutem gerechnet. Wobei die Wertungen schon echt gut waren, aber wenn die Fangemeinde oder die Community einfach... Wenn die Community einfach, keine Ahnung, nice ist, Digga, dann werden sie auch verstehen, wenn was Fun ist und warum es denn nicht so gut ist. Aber das hört sich echt nach einem nicen Track an, irgendwie. Ja, ihr kennt sie, ja. Damit werden wir bei Benji seiner Fake-Eskopie. Nennt sich FIFA-Star, doch beherrscht nicht das Spiel. Redet von Diät, doch er frisst wie ein Vieh. Ihr seid keine Brüder, nein, ihr seid einfach nur Beef. Verkackst jedes deiner Spiele, deine Siege sind gestellt. Um Spieler zu behalten, Digga, bietest du mir Geld. Deine Gameplays sind scheiße, deine Stimme nicht klar. Deine Skills sind wie Kellers Haare, einfach nicht da. Der alte Keller. Ich schätze Keller, warte, war Keller nicht sogar der letztens nach Monte irgendwie eine Halbzeit vom DFB-Pokal
kommentiert hat. Keine Haare im Keller. War da jemand mit Glatze? Ich glaube, da war schon jemand. Das war der mit Ömsen zusammen war, oder? Zusammen da war. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Keller sagt mir irgendwas. Ich glaube, da war jemand mit der Glatze. Stimme nicht klar, deine Skills sind wie Kellers Haare einfach nicht da. Der alte Keller. Schöne Line. Tut mir ein auf Gepard, sag mal, seit wann haben Altenheime WLAN? Digga, du läufst durch den Kreis, nennst es FIFA. Chill mal, ich richte dich hin, nämlich King Julius Caesar, du Peter. Oh, Digga, episch, Digga, das war ein epischer Moment irgendwie. Feier ich, Mann, feier ich. Das ist echt so ein episches Video. Die Lines fronten schon, glaube ich. Ich kenne jetzt die Leute zwar nicht hundertprozentig. Klar, Punchline-Dichte ist jetzt nicht so auserkoren wie, keine Ahnung, jetzt bei, wenn man jetzt von San Diego Apokalyptik nimmt oder so. Aber man darf es ja gar nicht mit solchen Sachen vergleichen, wenn das wirklich sein erstes Musikstück ist. Ich glaube, dass es das erste ist. Ich weiß es aber nicht, weil Monta hat, glaube ich, gesagt, Digga, hat viel, viel für einen Track rausgebracht, haben den Track rausgebracht, ist das doch das erste von denen oder so. Ich kann mich jetzt nur darauf beziehen. Ich glaube, er war sich auch nicht so hart sicher. Aber Leute, jetzt mal for real, Digga, das hört sich schon, hört sich echt schon krass gut an. WLAN, Digga, du läufst nur im Kreis, nennst es FIFA, chill mal, ich richte dich hin, nämlich King Julius Caesar, du Peter. Spielst mit deinem Steuerkreuz, Ausrede, weil du zerhackt wirst wie Feuerholz. Ab in die Rente, Opa, andere Liga, klatsche links, rechts, du verkaufst wieder Shisha. Ihr wollt in die Top 10, oh Mann, die Hook, ich liebe sie. Doch steht vor meiner Tür und wollt dann wieder green. Scheiße, ihr seid einfach nur peinlich. Ihr nachsitzt, ihr heulet in der Ecke, aber heimlich. Ah, ihr wollt in die Top 10, Wiggly. Doch steht vor kann meiner echt Tür feiern, und wollt dann wieder green. Scheiße, ihr seid einfach nur peinlich. Ihr nachsitzt, ihr heulet in der Ecke, aber heimlich. Ah, ja. Damit sind wir bei den größten Lappen Deutschlands. Halten sich für ganz krass, ja, Mann, kein Spaß. Klick, geile Affen. Und es geht, seid ihr sonst nicht spielen. Nicht mal ihre Spiele selber, dicker, peinlich. Seid ihr zu schlecht, zückt ihr Null in euren Joker. Null wie die Anzeige eurer Tore Poser. Für sie heißt es Tschüss, sind sie gerade bei Gold 1. Wissen ihre Freunde für Small Hype, voll geil. Ihr seid keine harten Gangster oder tolle Gamer. Fickt euren Dialekt, ich nenne es Fehler. Denkt mal zurück, Schubecht 2015. Ihr habt einen Korb bekommen, aber ohne Gleichcreme. Was für Schubecht, Tizi Schubecht, Freundin Tizi Schubecht kenne ich auch. Prinzip bei Young Broke, also der Beat ballert echt mies rein, Freunde, der Beat ist echt krass gut und das ist auf, Stefan ist das, ne, viel FIFA Stefan, ich weiß nicht, wie viele Personen viel FIFA sind, aber ich schätze mal zwei, krass, Mann, also wirklich krass guter Flow, die Lines teilweise, ja, ein kleines bisschen vielleicht hingezweckt, aber was soll man erwarten, Mann, es ist einfach nicht easy, so einen Text runterzuschreiben, besonders wenn es der erste ist. Aber man muss sagen, er hat echt Ahnung von Rap. Also, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich davor schon lange Zeit Rap gehört oder so. Aber so bestimmt, an bestimmten Stellen merkt man einfach, dass er einfach irgendwie Erfahrung hat oder das Gefühl direkt hatte. Ich weiß nicht, ob er vielleicht Hilfe bekommen hat noch von irgendjemandem. Aber ist echt gut, Mann. Für ein Party, ich hab euch alle gefickt. Euch auf Fallrückzieher genommen, in den Winkel gekickt. Digga, alle safe, make was für pay to win. Ich hab euch allen bewiesen, ich bin der FIFA-King. Ihr wollt in die Top 10 Wiggly. Doch steht vor meiner Tür und wollt ein Meeting Green. Digga, ich chille für Mille und nehm euch auseinander, ich kille auf Rille. Ihr wollt in die Top 10 Wiggly. Doch steht vor meiner Tür und wollt ein Meeting Green. Alter, ich feier die Hook, Mann. Ich chille für Mille und nehm euch auseinander, ich kille auf Rille. Ja. Nice, Mann. Also wirklich krank gut. Man kann es schlecht vergleichen jetzt zu einem richtigen Rap-Track. Hier, das ist doch Ömsen. Ist das nicht Ömsen? Nee, das ist nicht Ömsen. Nee, Feel Gaming TV. Achso, das war der andere von Feel FIFA. Das ist der andere von Feel FIFA. Ja, okay, macht Sinn. Warum der auch im Hintergrund war. Okay, Digga, krass. Ich fand's echt gut, Leute. Ganz ehrlich, muss ich sagen. Kommt zum kleinen, großen Mini-Fazit. Sehr, 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 sehr solide. Sehr, sehr stark, muss ich sogar sagen. Also, ich habe, wie gesagt, mit nicht was unglaublich Nicem gerechnet. Aber für den ersten Track... dafür, dass er sonst nur Gaming macht und wenig Musikerfahrung, glaube ich, hat. Richtig stark, Mann. Also wirklich, er hat einen sehr, 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 sehr soliden Flow gehabt. Er hat auf jeden Fall Ahnung, wie man irgendwie so, wie man allein schon den Text baut. Also man hat es wirklich gemerkt, dass er an den richtigen Stellen das Tempo auch ein bisschen rausgenommen hat, angezogen hat.
oder allgemein, wie man so einen Text aufbaut. Das ist gar nicht so easy, glaube ich, wenn man das erste Mal sowas macht. Hook hat mir gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, dass er sie zu jedem irgendwie noch spezifisch angepasst hat. Klar, bringt mal ein paar Variationen irgendwie rein, ein bisschen Abwechslung. Aber ich fand die erste mit Julian und Bibi-Line, die hat noch ein niceres Feeling gehabt als die letzten beiden. Trotzdem nice. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Hat gut reingepuncht, muss ich sagen. Einzige, vielleicht ein paar Lines waren ein bisschen inhaltslos manchmal. Aber das ist ein Fun-Track, Mann. Und ich fand ihn trotzdem allgemein echt richtig stark. Ja, Props gehen raus, Freunde. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Schreibt mir gerne, wie ihr es fandet. Und schreibt mir, falls ich ein paar Lines nicht gecheckt habe und meine ganzen Fragen, die ich gestellt habe, beantwortet sie einfach. Dann weiß ich auch ein bisschen, was im Leben los ist. Aber krass gut, Freunde. Mich würde eure Meinung interessieren. Ich fand es echt nice. Und kann man sich gerne auch was von geben. Also bitte, Stefan, Digga, hau doch mal ein bisschen was raus. Gerne, Mann. Also ich hätte da Bock, noch mal ein bisschen was von zu hören. Ich fand es auf jeden Fall nice, Freunde. Wie gesagt, habt noch einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter. Ja. Zockt nicht zu viel, wobei man kann nicht zu viel zocken, vor allem man kann nie zu viel zocken, ja. Wir sehen uns morgen um 12 beim neuen Video, beziehungsweise heute kommt noch um 14 und 16 Uhr irgendwie noch was online, Freunde. Es kommt auf jeden Fall genug. Also genießt das Leben, Freunde, und ciao.